Herzlich willkommen. Mein Name ist Art-Astrologe Leonardo. Und was gibt es Besseres, als an einem regnerischen Tag mit Art-Astrologe Leonardo in einem Lokal zu sitzen und mit ihm über deine Partnerschaft zu sprechen? Und um es gleich zu Beginn zu sagen, wir werden jetzt das 36-Punkte-System besprechen. Und du kannst das 36-Punkte-System sofort abchecken, weil unter diesem Video, da unten, findest du einen Link. Und dort kannst du all deine Beziehungen, die du bereits hattest, also deine Ex-Beziehungen, abchecken und kannst sehen, wie viele Punkte du mit dieser Beziehung hattest und ob die Beziehung nach dem vedischen System glücksverheißend ist, ob sie sehr gut ist oder ob sie exzellent ist. Und so bekommst du sofort einen Eindruck davon, wie autoritativ dieses jahrtausendalte System ist und wie sehr es im Westen angewendet werden könnte und so viele, viele gebrochene Herzen nicht gebrochen werden würden und ihr ganzes Leben vielleicht miteinander verbringen müssten und dann nur abgeturnt und genervt sind und sich degradieren, anstatt sich zu erheben. So, und nun lass uns in diese 8 Punkte der vedischen Compatibility, den 36-Punkte-System, lass uns da einen Punkt nach dem anderen kurz besprechen. So, der erste Punkt ist Vana. Und zwar Vana bezieht sich auf deine Natur. Es gibt zum Beispiel Leute, die mehr so Kopf sind, die mehr intellektuell sind. Das sind die Brahmanas, dann haben wir die Kshatriyas. Das sind diejenigen, die angreifen, die verteidigen und die beschützen. Dann haben wir die Vaishyas, das sind diejenigen, die produzieren, die was herstellen, Kleidung oder Nahrungsmittel verarbeiten. Und dann haben wir die Shudras. Die Shudras, das sind so Typen, die einfach nur Sinnbefriedigung haben wollen und einfach den anderen gerne dienen und die gerne Musik machen und künstlerische Sachen machen und sich unterhalten lassen und auch gerne unterhalten. So, diese 4 Naturelle haben wir. Und wie kommt es, dass jemand diese Natur oder jene Natur hat? Es ist so, dass wir in der Inkarnationshistory, in unserer persönlichen Inkarnationshistory, verschiedene Mentalitäten entwickelt haben. Wenn wir zum Beispiel in unserem vorangegangenen Leben bereits meditiert haben, bereits geforscht haben, dann würden wir als Brahmana in diesem Leben geboren werden. Wenn wir bereits andere beschützt haben in einem vorangegangenen Leben, dann wären wir als Kshatriya geboren oder mit dieser Mentalität geboren. Wir würden lieber sagen, man wird mit dieser Mentalität geboren und dann kratzt Mann oder Frau ein bisschen daran. Und wenn du deine Persönlichkeit entwickelst oder umso mehr du deine Persönlichkeit entwickelst, desto mehr kommt eben diese Natur raus. So, bei dem 36-Punkte-System werden nun diese Varnas miteinander verglichen. Also ist zum Beispiel der Mann ein Kshatriya und die Frau ein Vaishya und so weiter. Und so können sie sehen, ob ihre Naturen zusammenpassen. Es hat allerdings nichts mit dem indischen Kastensystem zu tun, wo man gemäß der Geburt Kshatriya, Vaishya, Shudra oder so weiter ist. Wir sprechen hier vom vedischen System, wo es darum geht, was für eine Eigenschaft du tatsächlich hast. Wer du deiner Natur entsprechend wirklich bist. So, der nächste Punkt in dem 8-Punkte-System oder in 36-Punkte-System beziehungsweise 8 Punkte, 8 Mentalitäten oder 8 Checkpunkte,
und die Auswertung, die höchste Punktzahl ist 36 Punkte. Das ist Tara. Und Tara, das ist ungefähr so das Verhalten, was wir an den Tag legen. Ja. Wer macht was wie und wer übernimmt. Und es ist auch ein bisschen so diese Power-Energie. Man sagt heute dazu auch Beta oder Alpha. Also wie viel Alpha bist du und wie viel Beta bist du? Dritter Punkt ist Vasya. Vasya, das ist so die Stimmung, die du am Tag hast. Das wird nach dem Mond berechnet. Der Mond, er repräsentiert auch die zweite Phase in einer Partnerschaft. Erst kommt Mars, Venus, wir sind voneinander angezogen und dann kommt aber der Alltag. Prinzessin ist nicht nur Prinzessin und Prinz ist nicht nur Prinz, sondern Prinz schnarcht, Prinzessin brennt auch mal in der Küche was an oder fährt dein Auto vor die Garage oder irgendwas. Also es ist einfach so, dass man im Alltag die Macken von dem anderen tolerieren muss. Und wie passen diese Macken zusammen? Wie passt die Stimmung Mond zusammen? Ist es so, dass an einem Tag der eine immer hip ist und der andere hopp? Ja, dann fühlt man sich vielleicht nicht wohl, weil dann denkt die Frau immer, mein Gott, warum geht's dem jetzt so gut? Oder warum fühlt er so anders? Das wäre also zu Vasya zu sagen. Dann haben wir als nächstes Yoni. Yoni, das sind die Geschlechtsteile. Die Geschlechtsteile werden in der vedischen Astrologie Tieren zugeordnet. Und dann sehen wir, ob das eine Tier zu dem anderen Tier zusammenpasst. Wenn der eine zum Beispiel ein wildes Tier ist und der andere ein zahmes Tier, dann mag vielleicht das zahme Tier, wenn es dann um den Geschlechtsakt geht, erschreckt sein und sich verängstigen. Das ist die Raubtierhöhle. Es ist aber auch ein bisschen überhaupt, wie die Körperlichkeit und wie die Sexualität des Paares funktioniert. Das zu Yoni. Nächster Punkt. Der nächste Punkt ist Graha Maitri. Und hier schauen wir uns die Planeten an. Gibt es Planeten im Horoskop? Der Frau, die der Planetenkonstellation oder den Planeten des Mannes feindlich gegenübergesinnt sind. Sonst könnte es zu Krampf und zu Neid und zu Konkurrenz kommen. Wenn zu viel Konkurrenz da ist, ist es nicht gut. Wir wollen doch Freunde sein. So viel zu Graha Maitri. Dann haben wir Ghana. Ghana ist sehr interessant auch. Es hat ein bisschen was mit dem Varna gemeinsam, weil beim Ghana zeigt es auch, wo ihr ungefähr in eurer Inkarnationsgeschichte herkommt. Es mag zum Beispiel sein, dass deine letzten Geburten auf den Planeten waren, wo kein Sonnenlicht hinkommt. Oder du warst auch in deinen letzten wichtigen Geburten auf der Erde aktiv. Dann wärst du Manushya, bei dem ersten wärst du Rakshasa. Oder du hast sogar einige Geburten durch deine frommen Aktivitäten und deine spirituellen Aktivitäten auf den himmlischen Planeten verbracht. Dann wäre dein Gana Devata. So, das ist ein interessanter Punkt. Wir sehen dann ungefähr, welche Mentalitäten wir mitbringen. Genau wie das Vana aus dem vorangegangenen Leben, den wir bringen wir ja Mentalitäten mit. In der vedischen Astrologie ist es so, dass wir denken nicht, wir sind unser Sternzeichen und haben eine Seele. Nein, in der vedischen Astrologie denken wir so. Wir sind die Seele und wir haben ein Horoskop. Und das Horoskop hat sich ergeben durch unsere Aktivitäten und durch unsere Wünsche in den vorangegangenen Leben. Daher ist das Horoskop sozusagen ein Screenshot von deinem vorangegangenen Leben. Und das vergleichen wir natürlich auch in der Partnerschaft. Wie passt es zusammen? Passt der Weg der Frau mit dem Weg des Mannes zusammen? Also ist auch ein sehr wichtiger Punkt, nicht wahr? So, dann haben wir als siebten Punkt haben wir Bakut. Und das ist die bessere Hälfte Energie. Bestenfalls ergänzen wir uns natürlich in der Vibe, die wir haben. Und wenn das so ist, dann merkst du einfach, ey, ich kann sofort mit der Person intim werden.
Und mit intim meine ich jetzt nicht nur körperlich intim, einfach, dass man so diesen inneren Raum, diesen unsichtbaren Raum zwischen zwei Menschen, wenn man den so sieht, wie passt dieser innere Raum zusammen? Also wie passt dieser Raum, wie passen wir zusammen, unsere Energie, also ich meine der innere Raum. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Ganz zum Schluss ist dann das Nadi. Nadi ist die Wissenschaft von Vata, Pitta, Kapha. Es ist so, dass wenn der eine zum Beispiel Pitta ist und der andere Vata, dann kann es sein, dass der dich irgendwie ziemlich schnell nervt oder sie dich nervt. Und es ist auch so, dass wenn ihr die ganze Zeit energetisch, körperlich zusammen seid, dann wird die Energie des einen natürlich auf die des anderen abfärben. Wenn ihr zum Beispiel zusammen im Bett liegt und so, ja, dann schlaft ihr miteinander und eure feinstofflichen Energien verbinden sich miteinander. Und im Tage wie auch in der Nacht macht ihr euch entweder krank oder ihr macht euch gesund, weil ihr den anderen energetisch auch aufbessert. Außerdem sagt Nadi auch etwas über die Dauerhaftigkeit einer Partnerschaft, weil, liebe Leute von heute, es gibt drei Dinge, die mit eurer Beziehung geschehen können. Das erste, ihr wünscht euch etwas oder jemanden. Ihr habt einen Wunsch, ihr bekommt es aber nicht. Das sieht man natürlich auch im Schicksal des Horoskopes. Auch sehr wichtig, ihr mögt euch was wünschen und bekommt es nicht. Dann wünscht ihr euch etwas, ihr bekommt es auch, aber leider erfüllt es nicht die Erwartung. Nächster Punkt, ihr wünscht euch etwas, ihr bekommt es auch, es erfüllt auch die Erwartungen. Aber leider ist es nicht von Dauer, ist es zeitweilig. So im besten Fall ist es so, dass ihr euch etwas wünscht, dass ihr es bekommt, dass es auch die Erwartungen erfüllt und dass es optimal dauerhaft ist. Schon aus dem Grund von Kindern, die natürlich das Ergebnis einer Paarbeziehung sind, akzeptiert Kundalini-Matchi, übersetzt glücksverheißendes Paaren, keinen anderen Standard als eine Beziehung, die eintrifft wie ein Wunsch, die Erwartung erfüllt und die optimal dauerhaft ist. Alles andere wäre aus der Sicht von Kundalini-Matching eigentlich unakzeptabel, weil leidvoll. Doppelliebe oder Kinder, die entweder ohne den Vater oder ohne die Mutter aufwachsen, um nur einige Ergebnisse zu erwähnen, die entweder unglücksverheißend oder einfach leidvoll sind. Zum Schluss möchte ich euch das alles noch an einem handfesten Beispiel beweisen, was ich gesagt habe. Und zwar nehmen wir hier die one and only Heidi Klum und den Musiker Seal, die ja bereits getrennt sind. Und zwar hier habt ihr die Auswertung, also hier der Seal, er ist geboren am 19. Februar 1963 in London und die Heidi ist geboren am 1. Juni 1973 und die Beziehung steht hier unten, ist inauspicious, ist nicht glücksverheißend. So, genauso sieht es auch aus, wenn ihr unten eure Beziehungen abcheckt, dem Link folgt und das mal vorab abcheckt. Und ich möchte es hier gleich zu Beginn sagen. Das 36-Punkte-System ist nicht das Ende der Auswertung, es ist der Anfang der Auswertung. Und zwar, wenn du
mehr als 17 Punkte hast, dann solltest du zum Beispiel zu mir kommen oder zu einem qualifizierten Astrologen gehen, der sich in der vedischen Astrologie auskennt. Weil dann fängt die Arbeit des Astrologen an. Falls die Beziehung nicht über 17 Punkte kommt, kannst du sie gleich vergessen. Selbst wenn jetzt hier in der Auswertung schon steht, dass die Beziehung befriedigend ist oder dass sie unglücksweisend ist oder dass sie super exzellent ist, ist es immer noch wichtig, den Astrologen aufzusuchen, weil es gibt Dinge, die auch generell im Horoskop der Frau und des Mannes zu finden sind, wie zum Beispiel, ist der Mann bindungsunfähig? Oder ist die Frau bindungsunfähig? Oder was ist das Past Life Obstacle der Person? Hat die Person zum Beispiel in ihrem vorangegangenen Leben Beziehungen geprellt und hat das Karma, verlassen zu werden, weil sie in ihrem vorangegangenen Leben andere verlassen hat? Und es gibt so viele Karmas, die zu beachten sind, selbst dann noch, wenn die Auswertung über 17 Punkte ist. So, jetzt gucken wir uns aber das an, in dem Fall von Seal und der lieben Heidi. So, hier sehen wir der Seal, er ist Kshatriya und die liebe Heidi, sie ist Vaishya. So, das ist ganz gut, deswegen gibt es auch hier einen Punkt, also ein Punkt von einem Punkt. Es ist so, dass er ist der Krieger, der gerne beschützt und sie ist die handelnde Frau. Also er ist der Arm und sie ist der Magen. So, das ist ganz cool, deswegen haben sie sich wahrscheinlich auch gut gefunden. Hier übrigens, die haben 14 von 36 Punkten, wie ihr seht. So, dann haben wir aber hier zum Beispiel Probleme, wie zum Beispiel, er ist Rakshasa und sie ist Manushya. Also er hat seine vorangegangenen Geburten auf dem Planeten von den ETs verbracht, also wo die Sonne nicht hinkommt und die vielen elektronischen Geräte haben, die manchmal durch die Luft fliegen. Und sie ist Manushya, also sie hat schon mehrere Geburten, also ihre letzten Geburten waren mehr auf dem Erdplaneten, also auf der irdischen Ebene, vielleicht war sie im Mittelalter unterwegs oder so. Ja, also deswegen, sie kommen da irgendwie aus anderen Richtungen. Oder hier haben wir zum Beispiel Graha Maitri, Jupiter, Venus. Jupiter, Venus in der vedischen Astrologie sind Feinde. Ich weiß, in der klassischen Astrologie denken man, oh ja, wenn der Jupiter die Venus aspektiert, das ist ja total super. You know, aber da gibt es schon einiges zu beachten. Zum Beispiel müsste sich die Venus dem Jupiter unterordnen, sonst wird der Jupiter degradiert. Um die ganze Angelegenheit an dieser Stelle abzukürzen, wäre Heidi Klum schon in ihren 20ern into Kundalini-Matching gewesen und hätte dieses Programm gehabt und hätte Seal und den Mann davor auch noch abgecheckt, dann hätte sie sich die Anwaltskosten sparen können und hätte vielleicht sofort eine coole, funktionierende Ehe gehabt. Seal hätte sie dann in die Freundschaftszone genommen mit 14 von 36 Punkten und wäre vielleicht schon früher zum Tom gekommen. Mit Tom hat sie nämlich sehr exzellent, hat sie 24,5 von 36 Punkten und die Ehe hat astrologisch auf jeden Fall eine Chance. In dieser Art und Weise habe ich bereits vielen Ratsuchenden, die über 17 Punkte hatten mit jemandem, geholfen, die richtige Person für sie auszuwählen. Denn wenn ihr erstmal Kinder manifestiert habt und verheiratet seid, ja, dann muss man Verantwortung übernehmen, offensichtlich. So, zum Abschluss möchte ich mich bedanken, dass du dir diesen Video bis hierhin angeschaut hast. Falls du mich noch nicht abonniert hast, abonniere mich und send mir einen Kommentar oder ein Like und
Ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, das heißt Die Optimum-Beziehung. Das ist das erste Buch über Kundalini-Matching, über glücksverheißendes, auspicious Matching, also Paarpsychologie, astrologische Paarpsychologie, was auf dem deutschen Markt ist. Es wird demnächst auch als gebundenes Buch rauskommen. So, der Link befindet sich auch unter dem Video. Und falls du eine persönliche Session mit mir buchen möchtest oder falls du eine Audiodatei über dein Leben haben möchtest, über dein persönliches Karma oder eine Partnergegenüberstellung eben, falls du diesen Schritt machen willst, jemanden zu heiraten, mit jemandem dein Leben zu verbringen und dann eben über 17 Punkte hast, das ausgecheckt hast und jetzt sehen willst, ob eure Lebenswege auch zusammenpassen, ob das wirklich klappt, dann hier ist meine E-Mail eingeblendet. Bitte schau dir mein Horoskop auf meiner Seite an und ich verbleibe bis zum nächsten Mal. Dein Art-Astrologe Leonardo. Ciao! And you will see, it's for your sake. Love is no glass that can be broken. More is a flower never stolen. Behind your words, it is growing. In the loving gardens of eternal time. It is happening, and one thing it's clear, it's causal, it's astral, it's phenomenal, and sometimes it's even transcendental. To stares in front of you, to stars on their line, to stars that will shine in distance in rhyme, dual attraction, in the lost affection, and enough potential for 30 years perfection. I'm lost in 10% and it's 10% lies the wonder again. You know this one special friend who makes his servants always special competent. Let's go out of the shell in the mercy rain and listen to the secret of this special refrain. Oh yeah.